Mit Ratchet & Clank Rift Apart kann die PlayStation 5 im Juni wieder zeigen, was sie auf dem Kasten hat. Fliegender Wechsel zwischen kompletten Welten dank SSD, Raytracing, Eleganza und 60 FPS sowie eine Steuerung, die das haptische Feedback des neuen PS5-Controllers voll ausnutzen soll. Das sind nur ein paar der Features, die Entwickler Insomniac Games für das PS5-exklusive Spiel angekündigt hat. Wie das alles genau funktionieren soll und welche Fragen noch offen bleiben, klären wir jetzt. Falls ihr Ratchet und Clank noch gar nicht kennt, Ratchet ist der wuschelige braun-gelbe Kollege hier, ein Lombax. Der Roboter auf seinem Rücken ist Clank. Gemeinsam kämpfen sich die beiden schon seit beinahe 20 Jahren durch das PlayStation-Universum, sammeln Schrauben, besuchen fremdartige Planeten und kämpfen mit wunderbar verrückten Waffen für das Gute. In Rift Apart haben sich die beiden eigentlich schon zur Ruhe gesetzt und treten nur noch ein allerletztes Mal auf einem Presseevent auf. Bis Serienbösewicht Dr. Nefarious auf der Bildfläche erscheint. Der will sich mit dem Dimensionator auf die Suche nach einer Realität machen, in der Ratchet und Clank ihn nicht regelmäßig besiegen. Und zerstört bei dem Versuch leider nicht nur die Maschine selbst, sondern auch das Raum-Zeitgefüge. Auf einmal tauchen überall Dimensionsrisse auf und unsere Helden landen prompt in einer alternativen Welt. Hier ist alles anders. Dr. Nefarious sitzt nicht im Gefängnis, sondern ist Imperator. Emperor? Does that mean there are two und Clubbesitzer. Na, wenn da die Mama nicht stolz ist. Aber das ist noch lange nicht alles. Ratchet erfährt, dass er doch nicht der letzte Lombax des Universums ist. Zumindest nicht diesen Universums. Denn in diesem Universum macht sich Lombax-Dame Rivet mit Clank aus dem Staub. Ab jetzt folgen wir zwei Geschichten. Ratchet, der auf der Suche nach seinem Robofreund ist, und Rivet, die im Widerstand gegen den scheinbar allmächtigen Dr. Nefarious kämpft. Mit Clank im Schlepptau. Hier sehen wir schon die erste Veränderung. Die Ratchet- und Clank-Reihe wurde mit der Zeit storymäßig immer komplexer und Rift Apart scheint das weiterzuführen. Zwei unterschiedliche Handlungsstränge plus kleine Abzweigungen hier und da für Nebenfiguren, mit mehr Welten gibt es erheblich mehr zu erzählen. Das bleibt aber nicht die einzige Veränderung. Ratchet ist jetzt sehr viel mobiler. Erinnert ihr euch noch an die Stiefel, mit denen Ratchet Wände entlang spazieren konnte? Das geht jetzt sehr viel öfter und sehr viel freier. Die Wallrun-Fähigkeit sorgt für mehr Beweglichkeit. Vor allem zusammen mit dem neuen Phantom Dash, den ihr hier sehen könnt. Der ist übrigens auch im Kampf echt praktisch, weil es das Ausweichen agiler macht. Genau wie die Sprünge in andere Dimensionen. Während ein instabiles Raum-Zeitgefüge an sich natürlich tragisch ist, macht es die Kämpfe in A Rift Apart vielseitiger. Ratchet und Rivet nutzen die Risse, um in Sicherheit zu springen. Oder, mit dem richtigen Timing, ihren Gegnern direkt in den Nacken. In der Gameplay-Demo sehen wir außerdem, wie ein Lombax und sein Gegner einfach mal komplett in eine andere Welt teleportiert werden. Und das mitten im Kampf. Die Entwickler sagen, dass es sich hier nicht um eine kleine Arena handelt, sondern um einen Ort in einer richtigen, komplett designten Welt. Wie weit wir die während der Kämpfe erkunden können oder ob wir später nochmal dorthin kommen, wissen wir noch nicht. Das Konzept klingt jedoch spannend. Ein richtiger Grund zur Freude sind auch die Infos, die wir zu den Waffen erhalten haben. Denn es sieht so aus, als sei Ratchet und Clank nach Astro's Playroom das erste Spiel, das die Möglichkeiten des PS5-Controllers wieder wirklich ausnutzt. Mal ehrlich, ich habe so lange nicht mehr dezidiert über den Controller geschrieben, dass ich beinahe seinen Namen vergessen hätte. Der DualSense verfügt nämlich über ein paar kleine feine Extras wie zielgenaue Vibrationen, haptisches Feedback und Adaptive Trigger, die die meisten Spieler aus Zeit- oder Geldgründen bis jetzt jedoch größtenteils ignoriert haben. Nicht so A Rift Apart. Vor allem beim Gunplay soll der Controller zeigen, was er drauf hat. Waffen wie die Burst Pistol haben zwei Modi, die mit unterschiedlichem Druck auf die Trigger ausgelöst werden können. Hier macht der Druck den Unterschied zwischen zielgerichteten Einzelschüssen und einem weitstreuenden Multischuss. Außerdem hört man im Gameplay, wenn Geschoss auf Metall trifft, das gleiche metallische Klickern wie schon in Astro's Playroom oder Spider-Man Miles Morales. Was darauf hoffen lässt, dass durch Vibration und Sound die Illusion geschaffen wird, solche Untergründe und Texturen tatsächlich erleben zu können. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, wir sprechen hier von Hören und Sehen, weil wir das Spiel aus aktuellen Umständen noch nicht selbst spielen konnten. Unsere Informationen haben wir aus einer Gameplay-Präsentation sowie einem vorhergegangenen Interview mit den Devs von Insomniac Games.
Zu sehen gab es aber jede Menge. Zum Beispiel die wirklich großartige Optik des Spiels. Rift Apart ist genauso bunt wie seine Vorgänger. Doch das Standalone glänzt vor allem durch sein, naja, Glänzen. Schaut euch das hier mal an. Oder das. Oder das. Oh my. Egal ob im Kampf, beim Fall durch die Dimensionen oder beim Erkunden einzelner Welten, die Lichtstimmung, die Reflexionen und die Partikeleffekte sind schlichtweg beeindruckend. Das verdankt das Spiel vor allem der Technik der PS5. Schließlich hat sich Insomniac Games bei der Entwicklung auf einem sehr viel hardware-stärkeren Spielplatz ausgetobt. Und das merkt man. In unserem letzten Video haben wir euch bereits von der Fur Technology erzählt, die Ratchets Fell besonders weich aussehen lässt. Und dem Raytracing, das die Entwickler uns in Hülle und Fülle versprachen. Beides sehen wir hier sehr ausgiebig. Und zumindest in der Gameplay-Präsentation auch ohne Ruckler, wie GamePro-Redakteur Hannes berichtet. Auch die Explosionen, Sonnenlicht oder die düstere Neonstimmung von Night, ich meine Nefarious City, können sich sehen lassen. Insomniac hat uns 4K und 60 FPS versprochen und zumindest das Material, das wir bekommen haben, hält das auch. Deswegen ist dieses Video auch in 4K, damit ihr, vorausgesetzt ihr habt die passenden Gerätschaften, schon jetzt einen Eindruck des Grafikpotenzials bekommt. Insgesamt wirken die Welten noch belebter als in den Vorgängern. Und da war ja schon oft sehr viel los. Aber im neuen Spiel bewegt sich wirklich fast überall was. Unterholz raschelt oder Wesen wuseln durchs Bild. Auch bei den sogenannten Sync-Planeten, also Welten, in denen von einem Planeten zwei Versionen existieren und Ratchet stetig hin und her wechseln kann, bleibt das so. Verantwortlich sind hier zum einen die superschnelle SSD, die Dimensionssprünge mühelos und vor allem nahtlos aussehen lässt, die vor ein paar Generationen noch einige Minuten Ladezeit mit sich gebracht hätten. Und das Texturen-Streaming. Wie schon in Spider-Man Miles Morales werden nämlich nur die Texturen gestreamt, die auch in Sichtweite sind. Das sorgt für weniger Laden und mehr freien Arbeitsspeicher. Let's find the morgues! Komplett offene Welten gibt es übrigens trotzdem nicht. Die Planeten folgen einem relativ linearen Pfad. Also nicht so linear wie diese Schienen hier, aber ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Trotzdem sind sie weniger frei als ein Open-World-Spiel. Zwar sind einige Areale sehr offen und lassen sich auf Geheimnisse und Collectibles untersuchen. Und auch die überall versteckten Pocket-Dimensionen laden zum Forschen ein. Aber am Ende folgen wir dem roten Faden der Geschichte durchs Spiel, wie unser Redakteur Hannes erfahren hat. In der Präsentation gab es noch einen kurzen Ausblick auf andere Gameplay-Elemente wie Rätsel mit Clank, Challenges, Luftkämpfe, unter anderem mit Flugsauriern, Collectibles, Sammel- und ausrüstbare Ausrüstung und einen ganzen Reigen Accessibility-Options, die das Spiel zugänglicher machen sollen. Dazu können wir jedoch noch nichts sagen, denn, und hier sind wir bei unseren offenen Fragen angelangt, eine Gameplay-Präsentation lässt immer ein paar wichtige Dinge vermissen. Zum Beispiel das Spielgefühl. Wie fühlen sich Waffen oder Steuerung im Allgemeinen an? Funktionieren die Wallrun- und Dash-Kombis? Oder dashen wir regelmäßig ins Leere? Wie vielseitig sind die Dimensionen? Nutzt sich das Hin- und Herwechseln nach einiger Zeit ab? Oder wird es mit immer neuen Möglichkeiten spannend gehalten? Das gleiche gilt für die Waffen. Bringt uns das Game Design dazu herum zu experimentieren und möglichst viele Waffen- und Waffenkombinationen auszuprobieren? Ich meine, allein der Topiary-Sprinkler, der die Gegner in Buchsbaumhecken verwandelt, macht mich schon neugierig. Aber wird er am Ende auch benutzt? Oder ballern wir uns mit einem Gerät durchs ganze Spiel? All diese Fragen konnten wir in unserer Preview natürlich noch nicht klären. Aber spätestens wenn Ratchet & Clank Rift Apart am 11. Juni für die PS5 erscheint, werden wir es herausfinden und euch updaten. Bis dahin könnt ihr zum Beispiel Hannes Preview auf GamePro.de lesen. Außerdem interessiert mich natürlich, was ihr von Ratchet & Clank Rift Apart haltet. Wäre das hier euer erster Teil der Reihe? Oder kennt ihr auch die Vorgänge? Und wenn es das erste Mal spielen für euch wäre, was macht euch neugierig auf den Plattformer? Schreibt es mir, ich bin gespannt.